Berlin, 30. April 1945. Die Welt brennt, Deutschland liegt in Schutt und Asche und Japan geht es auch nicht mehr so gut. Aber einer lässt sich nicht unterkriegen. Im Führerbunker brennt noch Licht. Ich hocke in meinem Bunker mitten in Berlin. Ich habe Blausäurekapseln und genug Benzin. Die Luftwaffe ist futsch, die Marine, das Heer, der Zweite Weltkrieg macht keinen Spaß mehr. Kapitulationen, da halte ich nichts davon. Ich habe über mir 3 Meter Stahlbeton. Kapitulationen, nö, mir bleibt doch Blondie und ne Flasche Champagner. Adolf, du alte Nazisau, kapitulier doch nein. Endlich, Adolf, du alte Nazisau. Das habt ihr euch so gedacht, dass ich kapituliere. Adolf, du alte Nazisau, kapitulier doch. Ich kapituliere niemals. Adolf, ich bin mit 53 Leitern im Kriegszustand und die Bomben nicht auf England, sondern Deutschland. Diese alliierten Bomberverbände nerven, weil die nicht nur Bomben, sondern Bombenteppiche werfen. Keiner hört mehr auf mich, jeder macht, was er will und hinter allem steckt dieser Churchill. Das tut weh, das tut weh. Ich steh allein da mit Blondie und ner Flasche schon drin. Nazi-Sau, kapitulier doch endlich. Nein, ich kapituliere Adolf, nicht. Du alte Nazi-Sau. Ich kapituliere niemals. Adolf, das kommt überhaupt nicht in den Tüten, dass ich der Churchill hinterher noch ins Fäustchen lach. Nein, dieser Churchill, ich kapituliere nicht. Ich kapituliere niemals. Oh, das ist sowas. Ist ja gut, Blondie. Ist ja gut, Blondie. Ja, wir kapitulieren nicht. Nein, keine Angst. Nein, wir werden den Krieg vielleicht sogar noch gewinnen. Ja, danke schon. Bin auch ganz zuversichtlich. Eigentlich. Ach, es kommt der Abspann. Walter Mörs. So. Halt! Das ist ja viel zu schnell! Warte nochmal zurück! Halt! Ja. Ist ja alles auf Englisch. Komisch. GFB. Großer Führerbunker. Wahrscheinlich falsch geschrieben.